Einen wunderschönen guten Abend und damit herzlich willkommen hier zu Inside am Samstagabend. Ihr seht es hinter mir, da läuft die Konsole live on air. Da. Sie läuft hundertprozentig. Und wir werden heute auf jeden Fall in Games auf jeden Fall schon mal ein paar Spiele zeigen. Ihr seht, hier hinten sind schon mal so ein paar Spiele. Da sind schon mal so ein paar Spiele aufgebaut. Das sind insgesamt 6 Stück, die ich da für euch habe. Da werden wir auf jeden Fall heute euch auch schon mal was präsentieren. Ihr merkt ein bisschen, die Qualität hat sich so ein bisschen verändert. Ja, wir haben eine neue Kamera bekommen. Diese Kamera ist eine schöne Logitech-Kamera, die uns natürlich gerne zur Verfügung gestellt worden ist. Und natürlich haben wir gesagt, wir wollen über unseren neuen Rechner senden. Da wären wir jetzt schon wieder beim Tech-Bereich, denn in Tech ist was Geiles passiert. Ich habe hier die Ware bekommen, ich habe sie eingebaut. Der Rechner funktioniert. Ich glaube, das habe ich in der letzten Zeit noch nicht gesagt. Der funktioniert und alles super läuft. Dieses Betriebssystem, was die Firma mir geliefert hat, war Windows 7 Home Premium, was ich ja auch wollte, gebe ich ja wirklich zu. Und aber, ja, leider war es leider dann so. Sie haben mir die Upgrade-Version geschickt und nicht die normale Vollversion. Und so kann es natürlich vorkommen, dass man natürlich es nicht installiert bekommt, ne? So, wir können ja mal kurz reinhören. So hört sich die Konsole gerade an. Also, da hört man schon richtig viel, ne? Also, sie ist da schon so richtig am Laufen. Und da werden wir uns aber gleich mit befassen. Wir kommen erstmal hier zu ein paar News, und es ist erstmal zu 2 News, damit wir auch hier ein bisschen News haben. Und da haben wir nämlich einen von unserem neuen Testredakteur, der bei uns wahrscheinlich bald anfangen wird, wenn er sich gut macht, nämlich der David, und der hat nämlich was geschrieben über die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, denn die ist tatsächlich für euch jetzt bald für ein paar Tage lang gratis, nämlich vom 26., also heute. Nee, von gestern bis morgen Sonntag, der 28. November. Und da könnt ihr alle Feldzüge der Xbox Live Gold Mitgliedschaft reinschnuppern. Und dies zählt natürlich zu Zeiten der Gold-Abos, sind natürlich auch da noch ganz besonders. Nämlich 20% wurden dazu reduziert. Alles. Und dann können natürlich jetzt auch ein paar andere Leute in Genuss des Online-Gamings kommen. Und bei denen natürlich knapp 60 Euro im Jahr tatsächlich zu viel sind. Und diese Rabattaktion ist aber, genauso wie die Xbox Live Goldmitgliedschaft, nur bis Sonntag tatsächlich 23.59 Uhr gültig. Wie mir doch 20% Rabatt noch nicht genügt, kann sich immer noch auf eBay nach billigeren Angeboten umsehen. Und weitere Informationen findet ihr dazu natürlich, wie es gewohnt ist, auf der Xbox Live oder Xbox Live, Xbox 360 oder wie ihr es tatsächlich auch immer haben möchtet. Auch haben wir was Interessantes Neues, nämlich zu der Gamescom. Und die Gamescom 2011, die ist natürlich bald wieder am Start. Im August ist es soweit. Und die Gamescom 2011 ist tatsächlich jetzt ein ganz großes Gerücht, was da jetzt so umherläuft. Nämlich könnt ihr euch für die Messe Köln, für die Gamescom 2011, euer Gesicht, könnt ihr tatsächlich bei der Gamescom 2011 mit dabei sein. Denn es wird ein professionelles Fotoshooting geben, wo alle Fans der Messe also abgelichtet werden, also alle die da hinkommen. Und diese Bilder werden natürlich in hunderten von Magazinen, Zeitschriften und natürlich auch Online-Portalen veröffentlicht. Und wer darauf Lust hat, mit veröffentlicht zu werden, kann einfach sich bewerben auf der offiziellen Gamescom-Seite, kann sich dort anmelden in der Fotoshooting-Rubrik. Und ihr trefft euch alle, schon mal für die allgemeine Information, am 10. Dezember um 13.30 Uhr am Nordeingang der Messe Köln. Und dort werdet ihr dann noch so ein bisschen eingeleitet. Und ab 14 Uhr geht es dann los. Dann geht ihr alle zusammen in Halle 8, wo dann das professionelle Fotoshooting stattfindet. Und alle Teilnehmer bekommen natürlich auch eine Entschädigung dafür, die da hinkommen. Nämlich, ihr bekommt eine Freikarte für die Gamescom 2011, hundertprozentig. Und dazu verlost dann tatsächlich auch noch Germanwings 3 Flüge für euch. Also einer bekommt einen Flug. Also 3 Stück von euch bekommen einen Flug von Germanwings. Und das ist natürlich auch alles kostenlos. Und wir müssen jetzt dann Achtung darüber aussprechen. Achtung, die Plätze sind sehr stark begrenzt und können nicht alle teilnehmen. Und da haben wir auch einen Kommentar erhalten, nämlich von den Jan Spöskes.
Er meinte nämlich das Messegesicht. Ich denke nicht, dass ich es mehr oder weniger verdiene als manch anderer. Genau aus diesem Grund bemühe ich mich gar nicht erst hier ein literarisches Meisterwerk niederzuschreiben. Es wäre einfach nicht schön dabei zu sein und der Messe unter anderem mein Gesicht zu geben. Ja, muss ich ja jetzt tatsächlich so mal ein bisschen dementieren, ne? Also, es wäre doch schön, wenn dein Gesicht auf allen Zeitschriften oder alle Game-Zeitschriften von der 360 gezeigt werden oder von der Gamescom 2011. Das wäre doch mal was, oder? Also, ich finde es toll. Also, ich, aus meiner Sicht, wäre das wirklich was emotionales Gutes. Muss ich ja wirklich so sagen, aber okay. Ist ja euer Geschmack. Und was euer Geschmack ist, bleibt auch euer Geschmack. Und in diesem Fall kommen wir jetzt Hallgewert. Hallgewert? Hallgewert? Nein. Kommen wir jetzt zu unserem Bereich. Das ist nämlich Games. Zweimal, was für ein Fatal hier. Da bin ich wieder so. Und wir kommen jetzt zu der Games. Wo ich meine, greife ich immer rüber. Meine Wii-Fernbedienung. Und deshalb mache ich jetzt mal hier so. Und der Ton schaltet drüben auch mal an. So, meine Konsole. Ich mache mir kurz alles mal ein bisschen heller. Ich wundert nicht, dass das Bild so ein bisschen knutschig ist. Ich kann dafür leider nichts. Das ist, der Konverter spuckt das wahrscheinlich so komisch aus. Deshalb kann ich da leider auch nichts gegen ändern. Aber natürlich sieht man auch was, was man sehen möchte. Und da wollen wir jetzt euch nämlich mal was zeigen. Das ist nämlich dieses Spiel hier. Dieses gute Ding hier. Das ist nämlich Chaos Twins. So nennt sich das. Und das ist natürlich auch, wie es sich natürlich meistens immer gehört, ein kleiner, wahrscheinlich ein kleiner Shooter, denke ich mir mal. Aber das werden wir ja gleich sehen, was das für ein Spiel ist. Und dazu will ich mich mal gerne mal ein bisschen kleiner machen. Denn ich verbrauche ja euch den ganzen Platz hier vom Spiel. So. Damit ihr auch noch so ein bisschen meine Wii-Steuerung seht. Wie ich denn die mache. Und dann klicke ich einfach mal auf Start. Und nicht wundern, dass ich so ein bisschen von der Seite im Profil bin. Ne, das kann so ein bisschen passieren, dass ich im Profil bin. Und die Kamera sollte auch ein bisschen zoomen. Das hat sie eigentlich noch nicht verlernt. Machen wir doch ein bisschen größer. So. Das kann man mich doch gut sehen hier unten. Hallo. Mache ich es eben manuell, ne? So. So. Wir drücken drauf. Auf den Knopf. Und erste Meldung, die wir bekommen. Schließen Sie bitte den Nunchuck an. Den habe ich natürlich auch hier, liebe Leute. Ich bin ja nicht so einer, der es total vergisst hier. So. Das wird gleich ein Kampf, irgendwie zu sprechen und zu spielen. Und deshalb wünsche ich euch einfach mal viel Spaß. Hier ist jetzt die Vorgeschichte des Spiels.
Also die Geschichte ist wirklich sehr, sehr lang, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Also, Mensch.